In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Smartphone rasch und einfach datenbankgeschützte Inventuren mit automatischer Mengenzählung durchführen. Installieren Sie die Datenerfassungs-App Scan-it-to-Office und die Empfangssoftware Smart Database Connector, wie im ersten Video beschrieben. Achten Sie bei der Installation des Smart Database Connectors darauf, die Installation von Microsoft SQL Server Express zu aktivieren. Nur dann wird die Inventurfunktion mit installiert. Um eine Inventur durchführen zu können, wählen Sie in der Scan-it-to-Office App das Eingabeformular für Inventuren aus. Dieses Eingabeformular arbeitet im Smart Database Connector mit dem vorkonfigurierten Datenbankeintrag Demo Inventory zusammen. In der App erfasste Artikelmengen werden sofort in dieser Datenbank verbucht. Nun das Handy mit der Datenbank koppeln. Und das war's schon. Mehr ist nicht nötig. Zur Kontrolle des Datenbankinhalts starten Sie Microsoft Access mit diesem Datenbankpfad. Sie können aber auch Microsoft SQL Server Studio verwenden, um direkt auf den SQL Server zuzugreifen. Die Datenbank ist initial leer. Legen Sie also zuerst einige Artikel in der App mit Sätzen im Formular an. Nun können Sie mit Hinzufügen, Subtrahieren oder Sätzen Inventuren durchführen bzw. den Lagerbestand kontrollieren. Die erfassten Inventurdaten werden sofort verarbeitet. Natürlich auch dann, wenn verschiedene Benutzer gleichzeitig mit dem System arbeiten. Wie funktioniert das? Vom Setup-Programm wird eine Microsoft SQL Server-Instanz installiert und als ODBC-System-DSN mit dem Namen SDBC Interactive eingerichtet. Über die Einrichtung einer solchen ODBC-DSN erfahren Sie mehr in diesem Video. Diese SQL Server-Instanz enthält mehrere Datenbanken. Vom Inventurformular der App wird die Datenbank SDBC Inventory verwendet. Die mit dem Inventurformular der Scan-it-to-Office App erfassten Daten werden durch den Aufruf eines SQL-Skripts in die Datenbank eingetragen. Dieses Skript übernimmt vom Eingabeformular der App die Felder Item-ID, die Artikelnummer, Quantity, die Menge und Action, die Inventuraktion wie etwa hinzufügen oder entfernen, und ruft in weiterer Folge die Stored Procedure Inventory Action in der Datenbank auf. Scan-it-to-Office kann an beliebige Aufgaben angepasst werden. Die Eingabeformulare und die SQL Stored Procedure sind frei konfigurierbar. Das Hinzufügen von Datenfeldern oder das Realisieren eigener Funktionen ist mit etwas SQL-Know-how ein Kinderspiel. Vielen Dank für Ihr Interesse. Abonnieren Sie unseren Kanal und lassen Sie ein Like oder einen Kommentar da.